Is it the crib that you'll be living tonight? We should take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir, wie ihr gesehen habt, sind wieder unterwegs und wir sind auch tatsächlich angekommen. Auf den letzten Sekündchen hat die Kamera noch ausgehalten. Wir sind in Bruchhausen-Vilsen. Ein toller, grüner Stellplatz. Und was wir alles so erleben, gibt es wann genau zu sehen? Nach dem Intro. Laut der App Park4Night circa 40 Wohnmobile könnten wohl hier stehen. Ja. Ja, wenn man ein bisschen enger zusammensteht, ja. Wenn es ein bisschen weiter auseinander ist, würde ich sagen so 30. Aber ist alles. Wobei gut. Im Regen definitiv nicht, weil dann soll man nämlich auf den Schotterparkplatz stehen. Da haben sie extra ein Schild gemacht, dass man den Platz nicht roden soll beim Regen. Genau, dann sprechen wir hier wahrscheinlich von vielleicht 10 bis 15 Plätze. Genau. Er kostet pro Nacht 8 Euro, ist 2 Euro teurer geworden. Den sieht man nämlich hier, haben sie nämlich schön drüber geklebt. Hier bei dem jetzt. Und es gibt 1 Euro für 100 Liter Frischwasser. Warmwasserduschen gibt es nämlich auch. Das ist direkt hier hinter, in dem Gebäude, das Warmwasserduschen. Und 50 Cent pro Kilowattstunde. Und interessanterweise, es gibt auch WLAN, aber das braucht man nicht. Wir haben ein gutes 5G-Netz. Ja, zwischen 18 bis 20 Uhr kommt irgendjemand hier vorbei von der Touristeninformation und wird uns abkassieren. Genau. Und wenn wir nicht da wären, dann müssen wir halt zur Touristeninformation. Steht alles hier direkt am Platz. Also immer mehr. Müll ist hier auf jeden Fall, können wir hier entsorgen. Und wie gesagt, es gibt genug Stromplätze. Also ich sehe überall Strom. Es gibt Sitzmöglichkeiten. Also schon mal macht einen guten Eindruck. Von der Luft her muss man ein Naturliebhaber heute sein. Genau, es ist nämlich irgendwie gedüngt worden mit Kudu. Ich sag's mal so. Genau. Ja. Wir werden heute nicht so viel machen, das kann ich auch schon mal versprechen, weil wir freuen uns auf morgen, denn morgen kriegen wir Besuch. Mhm. Da wollen wir uns nämlich treffen. Hohen Besuch. Hohen Besuch sogar. Genau, ist nämlich fast schon wieder ein Jahr her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und das wird dann langsam zur Tradition werden. So einmal im Jahr, meistens so im Norden, wäre ja ganz schön. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Buggy. Und fang an, was zu kochen, würde ich genau, sagen. Genau, ich habe nämlich tierisch Hunger. Also, ab geht's. Jetzt sind wir wieder drinnen in unserem Buggy. Und ja, wir haben es gerade mal 4:30, aber wir wollen auf jeden Fall jetzt schon Essen fertig machen. Salat hat er wieder den am Hasen geklaut, Tomaten stehen da. Da wären Möhrchen, die sind schon mal klein gemacht, habe ich gerade hier fertig gemacht. Die müssen noch blanchiert werden und gekocht werden. Und dann gibt es heute schön Spaghetti Bolognese auf unsere Art und Weise. Und dann werden wir auf jeden Fall heute ein bisschen noch was schauen. Vielleicht laufen wir auch noch ein bisschen durchs Ort. Wir wissen es noch nicht. Sehen tut ihr es auf jeden Fall gleich. Im nächsten Take, was wir gemacht haben. Was macht nun da? Achso, in der Schüssel. Da gibt's Sinn. Was mache ich denn da? Weiß ich nicht. Mal gucken. Leisure gegessen haben wir's. Haben auch die 5. Folge von Die Ringe der Macht. Ja, ja. Geschaut. Der Ring zum Knechten. Haben wir beide. Mhm. Ja,
Ja, und jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe hier, nämlich vorliegen. Ne? Könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen. Wir müssen nämlich zwei Stimmen abgeben. La 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 la. Ja. Ob das auch so funktioniert? La 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 la. Nein. Kein Kreuz drauf. Ja. Wir müssen nämlich wählen. Wir haben Landtagswahl im wunderschönen Niedersachsen, weil ihr habt ja mitbekommen, unterwegs in Niedersachsen. Wir bleiben in unserer Heimat. Und ja, das machen wir noch. Wir müssen da noch ein Kreuzchen setzen, beziehungsweise zwei. Wird noch eine Diskussion werden. Natürlich gehen wir da in unsere Wahlkabine auf Toilette, ne, damit das auch keiner sehen kann, was wir hier machen können. Das ist ja hier ganz modern. Genau. Ja, und dann werden wir das zusammenpacken. Dann werden wir das übermorgen im Briefkasten werfen. Korrekt. Dann ist das für uns auch erledigt. Dann brauchen wir uns auch nicht dran denken, denn per Brief war das einfacher. Wenn man immer unterwegs ist, dann kennt ihr ja selber. Ist genau. Schon einfacher. Und wir sind tatsächlich am 9. auch nicht da. Wir würden erst am 9. Stimmt. Wiederkommen. Das ist ja nächste Woche dann. Und dementsprechend, da sind wir auch auf einer Tour. Ja. Mal gucken, wo sie hingeht. Wahrscheinlich Schleswig-Holstein, da haben wir ein bisschen. Aber wie weit das Schleswig-Holstein geht, das wissen wir noch nicht. Und es wird definitiv etwas anderes sein, als das, was wir schon gemacht haben. Das wissen wir. Also wir spoilern schon mal. Es gibt also noch weitere Reisevlogs. Wir haben technisch gerade wirklich nichts, aber auch gar nichts, was wir erzählen können. Nö, im Moment ist es langweilig bei uns. Außer dass die Technik das hier... Wir, unser Immunsystem machen wir ein bisschen fit, weil der Herbst kommt und neben Corona gibt es auch Grippe und Erkältung. Und ich muss sagen, also ja, das macht den Rachen frei, ne? Also diese Triple Action, also gefühlt denke ich immer, alter Falter, also sollte ich irgendwelche Viren haben, die sind dann auch, also das haut einen rein. Ja, jetzt heißt es Kreuzchen machen, glücklich sein und dann abwaschen. Und dann Heizung abwaschen. Macht schon warm Wasser. Genau, und in der Zeit hören wir jetzt ein bisschen Radio Bollerwagen. Auf keinen Fall. Verstehe ich gar nicht. So, jetzt haben wir gedacht, wir gehen noch ein bisschen eine Runde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Gucken uns die Feuerwehr an. Da steht die Feuerwehr. Ja, kann sie machen. Nein, hier gibt es ein Eisenbahnmuseum. Da sind wir mal gespannt, ob wir das morgen sehen können. Jetzt ist die Frage, gehen wir links rum? Oh je, Marie. Also hier scheint es irgendwie so eine Übung oder sowas zu geben. Ist die Feuerwehr direkt? Also ich hoffe nicht, dass sie zum Einsatz kommt. Dann stehen wir nämlich relativ gerade heute Nacht. Gehen wir in die Richtung? In die Richtung laufen? Ja. Auch in die Richtung laufen. Dann müssen wir beobachten. Wie gesagt, schön ist wirklich, dass dieser Parkplatz auch nur für Wohnmobile, das wird ja auch explizit ausgeschildert, also PKW verboten, also nur für Wohnmobile. Das ist genau. Ja nicht so oft, dass das so explizit dargestellt wird, ne? Sonst hat man immer das Problem, da stellen sich auch andere PKWs hin und dann hat man davon nichts. Ist hier definitiv nicht der Fall. Den Weg, den wir jetzt hier lang laufen, der würde direkt zum Bahnmuseum gehen, wenn ich das richtig habe. Mhm. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie was machen können. Das Wetter für euch schon mal, können wir sagen, ist an diesem Wochenende wieder durchwachsen. Naja, wir müssen uns die guten Zeiten raussuchen und sie dann auch nutzen. So, ne? Das kriegen wir schon hin. Dann haben wir letzte Woche auch geschafft. Genau, das habt ihr hoffentlich gesehen, unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern in Dömitz. Für euch, wir haben ein bisschen Eis dort gekauft. Es ist noch genug da. Genau, und du hast es diesmal nicht mit im Auto. Nein, ich habe es nicht mitgenommen. Ich habe mir aber extra aus Mühlhausen, glaube heißt das, noch die leckeren Muschelwaffeln bestellt. Ah, ja. Also das zu diesem Punkt, muss ich mal noch nach hinten gucken, falls nämlich jemand, wir brauchen noch jemand, der hier abkassiert auf dem Stellplatz, weil wir keinen. Den wollen wir nicht verpassen, genau. Ja, und das hätte ja gerade sein können, der kann ja auch mit Rad kommen, das weiß man ja nicht. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass DH nicht Delmhorst ist, sondern Diepholz. Und genau. DEL ist Delmhorst. Irgendwann werde ich es mir merken. So, jetzt haben wir aber genug gelorbert. Wir genießen jetzt noch ein bisschen Abendlichtspaziergang und vielleicht blenden wir euch noch das ein oder andere Bildchen ein. Das ist mal ein richtig guter Plan von dir. Ja. Wow. Like we got through everything else, but I see you. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather.
nachdem ich gestern ja in einem sehr kalten Besprechungsraum saß, hat mein lieber Kollege, der Sascha, ja gesagt, Weihnachtsgeschichte. Also da wäre Kohle, Sascha. Falls du das sehen solltest, da ist Kohle, da können wir tatsächlich, ich kann ein paar Kohle mitbringen, damit wir schön heizen können, damit wir nicht nur 17 Grad haben, sondern vielleicht ein bisschen wärmer. Unfassbar, wo momentan an der falschen Stelle gespart wird. Wenn man hier arbeitet im Büro, sind vielleicht 19 Grad noch ganz angenehm, aber wenn man so in einer Besprechung sitzt, so 2 Stunden, alter Falter, haben wir uns einen Arsch abgefroren gestern. Dementsprechend habe ich auch diesen Wochenende richtig verdient, die Erholung. Du natürlich auch, wie immer, ne, du hast das auch verdient. Haben wir beide, haben wir alle verdient. So, ihr nämlich auch. So sieht's aus. Ja, ihr verdient es, uns dabei zuzusehen. So, wir haben einen ganz kleinen Blick gemacht. Ihr habt einen kleinen Schwenki gesehen. Mehr wollen wir heute selber noch nicht machen, weil, wie gesagt, morgen kommen ja ganz liebe Influencer-Kollegen. Wir wissen gar nicht, wie wir es benennen können. Auf jeden Fall ganz liebe Leute, da freuen wir uns richtig drauf. Ja. Und da wollen wir das natürlich ja auch alles erkunden nochmal. Und natürlich schön essen gehen. Essen gehen. Ich hoffe, das klappt, weil wir haben nämlich nicht bestellt. Und was ich lustig finde, er gab noch so einen Berghass, ne? Also, falls du noch diese Karte hast, Berghasswelt. Keine Ahnung. Ach, Berghasswelt. Doch, stimmt. Genau. Ja, habe ich noch. Was wir, ist ein Baumarkt deswegen. Genau, was wir als Baumarkt hatten. Ja, wie gesagt, das aber, gucken wir alles morgen. Achso, hier gibt es auch noch hinter direkt dem Wohnmobilstellplatz, da blenden wir euch gleich Bilder ein, gibt es auch noch einen. Lass uns bitte weiterlaufen, hier sind Mücken und so ein Fliegezeug. Hier lang. Einmal über den Weg. So ein Spielplatz, Wasserspielplatz. Das heißt, wenn ihr mit den Kiddies auf diesen Stellplatz kommt, könnt ihr natürlich die gleich sagen, ab hinter die Hecke und geht uns nicht auf Geist und da könnt ihr rumspielen. Und wenn was ist, wenn ihr blöken wollt, blökt, aber interessiert uns halt nicht. Aber wir haben ein richtig großer Wasserspielplatz. Das haben sie auch. Ja, und was dieser Ort dann alles hier noch zu bieten hat, das erforschen wir morgen. Und dementsprechend sagen wir jetzt gute Nacht und bis morgen zum Frühstück. Bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 22 Grad und ich suche jetzt und 8.16 Uhr früh am Morgen. Aber mein Gott, also für den Samstag ist es früh. Ja, es regnet leicht. Ja. Aber vielleicht gibt sich das ja noch. Wir hoffen mal das Beste draus. Da müssen wir schauen, was der Wetterbericht sagt. Das haben wir jetzt noch nicht geguckt. Aber da hoffe ich mal. Was natürlich blöd ist, unsere Schuhe sind natürlich so gut geeignet, dass wir gleich pitschernasse Socken haben werden. Weil naja, sie sind halt Turnschuhe. Wir haben aber auch noch Wanderstiefel. Vielleicht sind die besser. Wanderschuhe. Na, mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ausprobieren. Auf jeden Fall wird es heute ein schöner Tag werden. Wir freuen uns schon tierisch drauf. Auf den Besuch und wie gesagt, wenn alles klappt, können wir euch wieder ein bisschen was von Bruchhausen-Filsen auch noch zeigen. Und für morgen, wahrscheinlich eher morgen, vielleicht auch noch eine sehr entspannte Stelle. Ja, gucken wir mal. Genau. So, jetzt müssen wir frühstücken und tja, dann melden wir uns wieder, wenn wir auch fertig gemacht, gestylt sind. Und ja, noch irgendwas? Nö, Mahlzeit. Es fehlt der O-Saft. Ach so, den kriegen wir jetzt. Mahlzeit. Mahlzeit. Ihr seht es, wir sind jetzt rausgegangen an die frische Luft oder an die immer noch stinkende Luft. Also der Kuhstall ist echt hammermäßig. Ja, aber es ist nicht mehr so doll wie gestern. Ja, der Regen macht es jetzt weg. Ja, und das muss aber nicht sagen, es regnet, es regnet, es regnet. Die Erde wird nass und auch nicht nur die Erde, sondern auch wir werden nass. Deshalb mache ich doch mal auf der anderen Seite, ist ein bisschen angenehmer, den Schirm so zu haben. Wir müssen nämlich jetzt noch einkaufen gehen, weil wir gerade mitbekommen, oh, das ein oder andere haben wir gar nicht mitgenommen. Ja. Nicht, dass wir es teilweise zu Hause hätten, aber naja. Ja, oder, nee, eigentlich die Sachen haben wir nicht zu Hause. Salz fehlt uns zu Hause. Entschuldigung, und, ich korrigiere. Margarine brauchen wir auch noch. 33,3% der Sachen haben wir nicht zu Hause, 66% müssen wir tatsächlich kaufen. Damit hast du ja wieder recht, dass wir da einkaufen gehen müssen. Gestern war auf jeden Fall noch der, ich nenne jetzt mal den Abkassierer da. 16 Euro haben wir bezahlt für 2 Nächte. Ja, ist, finde ich, sehr gut, sehr gut. Genau, dafür, Preis, dass wirklich hier auch WC und Dusche an Bord sind. Da haben wir einen Code bekommen. WLAN gibt es sogar hier am Platz. Also, da tut die Gemeinde Bruchhausen-Filsen schon eine ganze Menge. Daumen nach oben dafür. So, ich glaube, wir müssen dann so lang und dann so quer rüber. Habe ich auch gedacht. Ja, und unsere Rollertour, die haben wir für heute mal sein lassen, weil das macht heute keinen Sinn.
Vielleicht nachher noch, aber ja, es sieht nicht so danach aus. Es ist ein sehr großes Regengebiet. Der ganze Tag soll jetzt regnen, regnen, regnen. Aber auch das ist ja mal schön. Das Campen kennt kein schlechtes Wetter. Nur schlechte Kleidung. Genau. Und ja, dann warten wir auf unseren gegenseitigen Follower. Wir folgen sie, sie folgen uns. Genau. Und dann schauen wir mal, was so wird. Essen wollen wir heute gehen. Und dann gibt es auf jeden Fall viele, viele Bilder eingeblendet, weil die Kamera werden wir da weniger nutzen. Wahrscheinlich, ja. Wissen wir nicht. Außer die sind beide so kamerageil, dass wir sie vor der Kamera nicht ziehen müssen. Dann kann es sein, dass wir natürlich Aufnahmen machen. So, jetzt gehen wir einkaufen und wir melden uns aus dem Buggy wieder. Jetzt mal gerade und fast. Kommt natürlich doch ein Auto. So, wir sind jetzt unterwegs, erkunden ein bisschen den Ort hier, den ich schon wieder vergessen habe, wie der eigentlich heißt, Bruchhausen-Pilsen. Genau. Haben auch eine wunderbare alte Museumsbahn gesehen, hatten aber die Kamera nicht bei, so konnten wir es euch leider nicht zeigen. Vielleicht, war auch eine Dampflok, also richtig schön. Vielleicht schaffen wir es nochmal, dann zeigen wir euch das auf jeden Fall. Wir werden euch jetzt vereinzelt Bilder so einblenden, weil da haben wir jetzt nochmal eine schöne Dampflokomotive, die da steht. Auf dem Kreisel. Ja, sieht richtig cool aus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Cafechen finden. Unsere lieben Malibu-Mitcamper. Holen sich nämlich gerade jetzt erstmal ihr Ticket. Richtig. Das kann man nämlich hier an der Info, direkt am Bahnhof ist das hier. Ja, da zeigen wir euch gleich ein Bild, dann seht ihr das, wie das dann aussieht. Ja, und dann schauen wir mal, was das alles noch so bringt. Es hat jetzt auch Gott sei Dank aufgehört zu regnen. Das ist jetzt wirklich trocken, das ist ja auch schon mal viel wert. Ja, so dass wir das kleine Örtchen hier einfach mal erkunden können. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the four pulling stitches. Time to let genau, so werden wir es nicht machen. So, Dalle, wir haben ein lecker Eis gegessen. Spaghetti-Eis und Erdbeereisbecher ohne Erdbeereis. Und die Dampflokomotive nochmal gesehen? Genau, das habt ihr eben gerade hier gesehen. Die haben sie dann nochmal Glück gehabt. Die ganze Zeit warten wir, weil wir hören an so ein Tuten und Gedöns. Und, aber wir warten die ganze Zeit, irgendwie kam da nichts. Es kommt da nichts. Auf jeden Fall werden wir morgen mal überrascht sein. Hier scheint in Bruchhausen-Pilsen irgendwie eine Veranstaltung zu sein. Gucken wir uns natürlich an. Ein Markt, da werden wir natürlich hingucken, wenn das Wetter natürlich passt. Das muss halt mal dazu sein. Und dann schauen wir natürlich noch, ob wir den anderen Platz euch zeigen. Das verraten wir euch nicht in Detailtiefe. Und jetzt muss ich überlegen, was machen wir noch. Gleich gehen wir essen. Zu einem Restaurant, sehr schön. Die Information sagt, sollte man nicht hingehen. Das wird halt interessant werden. Guck mal, wir kriegen Besuch. Ein Crasher. Hallo. Jetzt ist die Kamera ausgegangen. Ja, nee, ausgegangen ist sie nicht. Was soll ich denn sagen? Ja, da sind wir gespannt, ob das Restaurant was zeigt, was kann. So, und dann machen wir Spielabend. Genau. Und zwar im Charlie. Im Charlie. Genau.
Genau. Und der brennt nämlich im Moment noch frei, weil genau. Doch etwas komische Geräusche, Geräusche nicht, sondern komische Geräusche. Da werden Tiere gegrillt. Aus der Gasheizung kam. Die hat nämlich die Heizung schon eine längere Zeit nicht an. Dann kann es natürlich auch sein, dass da vielleicht irgendein Spinnchen noch drin gesessen ist. Oder was zwei oder drei. Jetzt gerade noch mal weggeröstet wird. Das dauert jetzt genau. Ein bisschen. Die gute Röstspinne. Also genau. Wenn ihr mal sowas essen wollt, müsst ihr gucken, wo Charlie ist. Dann könntet ihr sowas vielleicht bekommen. So, jetzt gehen wir noch rein, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir ja noch gut eine Stunde. Und ja, dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Gegebenenfalls ein Spiel, was wir noch spielen wollen. Auf jeden Fall, wir freuen uns. So, wir sind zurück vom Essen. Wir blenden euch da einfach mal zwei, drei Bilder ein. Das war sehr gut, fand ich. Ich sag, solide war es bei mir. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall satt geworden. Mhm. Und mit Vor-, Haupt- und Nachspeise habe ich einfach mal durch. Wie gesagt, ist jetzt keine Sterneküche, aber... alles gut. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein vernünftiger Preis, wenn ich überlege, was wir jetzt insgesamt, wir waren vier Leute mit dem ganzen Essen und wir hatten wirklich eigentlich fast alle, wir hatten alle eine Vorspeise mit 88 Euro. Das war günstig, absolut wirklich. Absolut vernünftiger Preis, muss man sagen. Du hast noch eine Nachspeise gehabt. Genau, also wirklich und total freundlich. Das ist das Wichtigste, muss man immer sagen, im Restaurant. Ja. Manchmal kann die Qualität, das ist aber, weil das immer Geschmackssache ist, aber... was nicht Geschmackssache, das ist einfach Freundlichkeit. Und das muss man sagen, in dem Laden wunderbar. Alter Bahnhof direkt hier in der Nähe. Also muss man sagen, die Touri-Info, die behauptet, das wäre nichts. Nee, das kann man sagen, das stimmt nicht. Ja. Und wir haben erfahren, morgen ist Oktobermarkt. Da sind wir gespannt, da nehmen wir euch mit. Und jetzt gehen wir rüber. Herbstmarkt. Herbstmarkt. Jetzt gehen wir rüber zu Charlie, zu den Wohnmobilinteressen, Kalli und Kai. Und spielen eine Version Dock Deluxe. Wir sind sehr gespannt. Ja, das ist hier, Mensch, ärgere dich nicht. Oder wie heißt es, den letzten beißen die Hunde. Wir sind echt mal gespannt. Da haben wir jetzt richtig Bock zu. Und ein schönes Glas Wein trinken wir noch dazu. Das machen wir auch. Bilder seht ihr davon auch gleich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Genau. Dann geht es nämlich weiter hier im unterwegs in Niedersachsen. Bruchhausen. Filsen. Bruchhausen. Ja, Bruchhausen, Filsen, so heißt das. Ja. So, gute Nacht. Gute Nacht. Tag 3 hier in Bruchhausen-Filsen, wo auch das Filser Wasser herkommt. Hier gibt es irgendwo den Filser Brunnen. Irgendwo ist das hier. Ja, es war irgendwo ausgeschildert. Aber werden wir jetzt nicht weiter verfolgen. Wie gesagt, heute ist der hier Markt. Bevor wir aber zum Markt gehen, müssen wir frühstücken. Und da gibt es noch zwei entscheidende Fragen. Wie hast du eigentlich hier auf diesem Stellplatz in Bruchhausen-Filsen überhaupt genächtigt? Sehr gut, schön ruhig. Also, das war ja eine ganz, ganz angenehme Nacht. Kann man sich nicht beschweren. Genau. Hier ist ja nebenan direkt der Spielplatz. Jetzt wissen wir nicht im Sommerzeit, ob das ein bisschen lauter ist. Auf jeden Fall jetzt hier in der wunderbaren Herbstzeit. Wunderbar. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und dann Frage. Wir haben gestern Dogs Deluxe selbst bezahlt. Ne? Das ist keine Werbung. Was sagst du zu dem Spiel? Mega. Das hat, glaube ich, also das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. In der Runde und ich glaube, Kadi und Kai, der hat auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe ein Vöglein zwitschern hören, dass demnächst, es kommt ja von Schmidt-Spiele, eine Post bei denen vorbeikommt. Dass dann noch ein Paket wohl weniger bei Schmidt gibt und woanders dann mehr. Ja, so ist das. Auf jeden Fall richtig cool, ist sehr kurzweilig, gerade wenn man so den kleinen Kreis, man kann einen großen Kreis spielen, also hier ein großer Kreis. Kleiner Kreis, sehr lustig. 40, 45 Minuten, weil man spielt eigentlich immer im Team, wenn man so eine gerade Zahl hat, also 4 oder 6. Zu zweit spielt man nicht im Team, da spielt man gegeneinander. Auf jeden Fall richtig coole Sache. Das Ding bleibt erstmal an Bord. Ja, auf jeden Fall. Passt hier auch noch rein. Also alles weil gut. Wir haben ja Oktober gegebenenfalls nochmal ein Treffen. Ja. Und ich glaube, die hätten da auch Bock, das zu spielen. Ja, das kann sein. Mal gucken. Jetzt gibt's Frühstück. Wir sind schon mal fertig. Tee und Kaffee ist gemacht. Alles auch gemacht. Kai von Wohnmobilinteressen, damit wir den Kanal auch mal nennen. Genau. Ist nämlich gerade Brötchen holen. Und ja, jetzt heißt es abwarten, Tee trinken, Kaffee trinken, frühstücken und dann mal gucken, was wir danach machen. So, wir sind fertig. Ja, wie man sehen kann. Und jetzt machen wir eine Bike E-Scooter-Tour zur
Was ist das geografische Mitte von Niedersachsen? Genau, wir versuchen die mal zu finden. Wir werden das mal ausmessen, mal gucken, ob das auch überhaupt funktioniert. Oder ob wir irgendwo im Wald landen und dann von einer Museumsbahn überfahren werden. Das werden wir sehen. Also die werden wir vielleicht treffen, weil die macht sich nämlich auch schon bereit. Man riecht es auch sogar. Man riecht es schon? Nein, um 11 geht die erst los. Da sollten wir schon eigentlich hier weg sein. Ja, das so, denke ich auch. Bilder werden wir euch von seinem Köpfchen hier zeigen und dann würde ich sagen, fahren wir los, ne? Ab geht's. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart, right? Ja. So, immer, naja, Marcel sitzt wieder auf der Mitte, ne? Wie ja. Immer, immer im Mittelpunkt. Nein, das sind meine Steuergelder. Ich wusste gar nicht, dass ich dafür Steine bezahle hier. Ah, echt? Ja, ist vom NDR hier, auf jeden Fall. So, Mittelpunkt, geografischer Mittelpunkt von Niedersachsen haben wir erreicht. War gar nicht so weit. Nö, also das musste man ja auch mitnehmen. Ja, genau. In der Nähe hier ist. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt auch getraut auf die Kamera. Ich sehe gar nicht, weil ich meine Sonnenbrille. Genau. Ist ja dahin. Sind auch dabei. Genau. Ganz lieben Gruß von Wohnmobil Camper. Hi, Kadi und Kai sind heute mal mit am Start. Genau. Haben wir einen super Ausflug schon hier gehabt bisher. Ja, und super Glück mit dem Wetter. Und Wetter, ey, ey, mega, mega, wirklich. Aber seid ihr nicht die Wohnmobilinteresse? Was habe ich gesagt? Camper. Oh. Ja, die Wohnmobilinteressen natürlich auf Instagram. Ganz genau. Genau, folgt da mal. Da könnt ihr nämlich auch ein paar schöne Reise, Szenen sehen immer wieder und viele Tipps, ne? Ihr habt auch ein paar Tipps, habt ihr auch immer wieder. Ja, es kamen Fragen rein von Campern und da haben wir dann so die Community gefragt und da kommt viel zusammen, wo man vielleicht sich mal Interesse halber informieren möchte. Guckt einfach mal rein und wenn nicht möchte, ist auch okay. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall verlinkt und am Ende auch verlinkt. Also, ne? Richtig. Also falls ihr jetzt nicht mitschreiben wollt, ihr faules Papier. Manchmal ist das ja auch so. Ich darf das sagen, ich bin der König von Niedersachsen. Ja, ja, von Niedersachsen. Ja, ne? Wieder übertreiben. Ja. Wir werden uns jetzt wohl auf den Rückweg ganz langsam machen. Und wir wollen ja noch zum Markt. Genau. Da ist noch ein Herbstmarkt. Genau. Ja, genau. Schauen wir mal, wie das da aussieht. Kann auch ein Maimarkt sein. Ich weiß es noch nicht. Stimmt, so nicht. Uns wurde gestern Maimarkt gesagt. Ach nee, Herbstmarkt, sagst du dann, ja. Ganz nett. Du machst jetzt hier nochmal so einen Schwenk, ne? Genau, den seht ihr jetzt noch und dann also geht's wohl auf den Rückweg. Los, Abmarsch. Nach der Radtour ist vor der nächsten Radtour. Nee, ist jetzt vor dem Weg in den zum Markt. Wie gesagt, Herbstmarkt. Hier liegen auch die Äpfel schon unten, deshalb ist es ein Herbstmarkt und kein Frühlingsmarkt. Und ja, wir sind mal gespannt, was es da so zu sehen gibt. Und ja, was machen wir noch? Ja, mal gucken. Das Wetter genießen auf jeden Fall irgendwie. Ja, das ist nämlich richtig nochmal gut geworden. Also das haben wir herausgefunden, weil die Touristeninformation hat das Restaurant ja nicht empfohlen. Jetzt wissen wir wieso, weil da falsche Wetterauskunft gibt. Also wegen Wetter geht ihr bitte nicht zum Restaurant. Da guckt ihr einfach mal in den Himmel und habt dann bessere Wetterauskunft.
Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir auf dem Markt so erleben. So, wir sind vom Markt zurück. Ich habe was gegessen. Naja, 3 Minus. Hätte besser sein können. Anspruchsvoll auch noch. Ab und zu muss man das sein. Aber schön haben sie es hier gemacht. In Bruchhausen-Vilsen. Wie andere, wir können den Namen aussprechen. Im Gegensatz zu. Wie hat es euch gefallen? Genau. Sehr. Super war das hier. Cool, super. Also von daher Empfehlung von uns allen vier wert herzukommen und sich das mal anzuschauen. Absolut. Genau, wenn ich hier angucke, Stromplätze haben wir, glaube ich. Ach, genug. 8. Da sind nochmal 8. Hier sind 8. Also, da ist auf jeden Fall genug vorhanden. Da braucht man sich keine. Alles da. Alles dabei, genau. Also, genau. Ja, wir sagen jetzt, glaube ich, so langsam Tschüss, nicht? Zu euch beiden. Genau. Ihr werdet jetzt so langsam zurückfahren und die Heimreise antreten. Ne? So sieht's aus. So sieht's aus. Also sagen wir Schüsse, machen wir aber ohne Kamera und wir sagen noch irgendetwas Dusseliges am Schluss. Das müssen wir uns aber noch einfallen lassen. Genau. Ciao. War schön mit den beiden. Ja, es hat uns auch sehr gefallen. Das machen wir gerne wieder. Das kann man wirklich machen. Wir sagen schon mal Tschüss. 15 Uhr. Wir sind noch nicht losgefahren, weil wir haben jetzt schon mal angefangen, dieses Video wieder zu schneiden. Wir haben was zu essen gemacht. Genau. Reste von Freitag gibt es jetzt. Und das sieht richtig lecker aus. Ich habe mich bewaffnet, weil ich genau weiß, was hier passiert. Ich werde mich nämlich bekleckern. Auf jeden Fall sagen wir mal, es war ein richtig tolles Wochenende hier in Bruchhausen-Vilsen. Und wie immer Wetter zwar durchwachsen, aber man muss eins sagen, es geht immer irgendwie den Weg. Wir konnten gestern wunderbar spazieren gehen durch die Altstadt. Wir konnten heute noch die Radtour machen. Die Scootertour dachten wir auch nicht mehr dran, dass das funktioniert. Also alles richtig gemacht. Ist ein schöner Ort. Wie gesagt, der Stellplatz ist super. Dahinter ist ein Spielplatz. Wie gesagt, das Bahnmuseum ist da. Kommt in der Saison am besten. Die endet dann meistens 1. Oktober. Ja. Genau gegenüber wäre ein Café, also es ist alles da, Einkaufsmöglichkeiten sind hier direkt in der Nähe und du bist rucki zucki bist du in der Stadt und da gibt es gute Restaurants, eine gute Eisdiele und so weiter und so weiter. Also uns hat Spaß gemacht, an Kai gibt es 3 Daumen nach oben. Ja, der hat den Platz nämlich rausgesucht. Genau, wir hatten andere Plätze gedacht, die werden wir aber auch noch anfahren, so dass wir auf jeden Fall sagen können, wir kommen auch nochmal wieder hier nach Bruchhausen-Vilsen. Das hat uns Spaß gemacht, das war super. Und wir empfehlen euch, kommt hier auch her. Genau. Das soll es dann gewesen sein. Gegebenenfalls gibt es nächstes Wochenende schon ein neues Video oder wir müssen eine Break machen. Das kommt darauf an, ob wir schneiden können oder nicht. Auf jeden Fall bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not.